kennt das bestimmt, gerade die ältere Generation, die dann sagt, ein Klaps auf den Po hat nie geschadet. Und aus mir ist ja auch was geworden. Und ich wurde ja auch als Kind geschlagen oder bestraft oder was auch immer. Dass das nicht wirklich der Wahrheit entspricht. Weil wenn man sich dann diesen Menschen ganz genau anschaut, dann sieht man emotional oft unreif und nicht wirklich psychisch stabil. Und ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung, aus meiner eigenen Familie, dass es einfach ältere Menschen gibt, die dann davon überzeugt sind, dass ihre schwierige Kindheit sie stark gemacht hat und zu dieser starken Persönlichkeit. Und ich sehe gebrochene Persönlichkeiten, emotional unreife Menschen, die das weitergeben an ihre Kinder. Und gerade auch solche Menschen, die sagen, das Leben hat mich stark gemacht, es hat mich stark gemacht, ganz genau hinschauen, wie lebt dieser Mensch? Ist dieser Mensch erfüllt, zufrieden? Zieht dieser Mensch schöne Sachen an und ist wirklich mit seinem Leben in Frieden, dann ist alles gut. Wenn du aber siehst, dass dieser Mensch dann doch hier und da Probleme hat und eigentlich nicht wirklich zufrieden ist und immer wieder Scheißsituationen anzieht, dann sei dir gewiss, dass die Emotionen aus der Kindheit einfach betäubt werden. Die sind noch da, die werden aber betäubt. Und dieses Betäuben und sich nicht fühlen wird dargestellt als ich bin stark. Aber dieses ich bin stark, sich betäuben, ist gleichzeitig auch Leiden. Ich kenne zum Beispiel eine gewisse Person, die total unglücklich in einer Beziehung ist. Total verliebt in den Mann, aber super unglücklich. Und die Kindheit von dieser Person war ein Höllenlauf. Das Problem ist aber, wenn man als Kind nichts anderes kennt, dann will man immer auch als Erwachsener die Bindung zu den Eltern behalten und denkt, das ist in Ordnung so. So ist das Leben. Der fatale Fehler ist, dass man das weitergibt an seine Kinder, weil man sich selbst nicht spüren kann. Weil man mit seinen Gefühlen nicht verbunden ist, gibt man das an seine Kinder weiter. Man spürt seine Kinder nicht. Auch wenn man denkt, und die meisten, wir alle, ich ja auch, jeder von uns denkt, ich mach's besser als meine Eltern. Ein Stück weit machst du es vermutlich besser. Aber wenn du dich selbst nicht spüren kannst, wenn du nicht mit dir verbunden bist, dann kannst du auch dein Kind nicht spüren, egal was du sagst. Natürlich kannst du spüren, wenn es Hunger hat, aber du kannst deine emotionalen Zustände im Innern nicht spüren, wenn du dich selber nicht spürst. Und das ist der fatale Fehler. Ich hatte letztens erst auf Instagram der Frau gesehen, eine ältere Frau auch aus wahrscheinlich Jugoslawien oder so. Und es hat jetzt nichts mit dem Land zu tun, es erinnert mich an Tunesien, weil viele dort auch so sind. Die meinte, wir waren 14 Geschwister und ich habe abends manchmal auch kein Bett gefunden und musste dann irgendwo schlafen und trotzdem ist aus mir was geworden und diese Lebensumstände hätten sich stark gemacht. Ich kenne die Frau nicht, aber man sah in ihrem Gesicht, dass sie ziemlich unzufrieden ist mit dem Leben, so hart mitgenommen ist von diesem Leben. Wer weiß, was sie da für Zustände erlebt hat und was sie ihren eigenen Kindern mitgegeben hat. Weil das ist ein Zustand in unserem Nervensystem von Flucht oder Kampf. Man ist im Krieg. Man ist im Krieg mit sich selbst und betäubt sich. Und wisst ihr, im Krieg ist es wichtig, dass wir unsere Gefühle nicht spüren, dass wir die betäuben, weil es ums Überleben geht. Wenn ich jedes Mal spüre, wie schmerzhaft das ist, was gerade hier passiert, könnte man es wahrscheinlich gar nicht überleben. Das ist für unser System dann so überfordernd, dass man zusammenbricht. Deswegen betäuben und weiter rennen, verstecken, kämpfen, um zu überleben. Aber in dieser Welt, in der wir jetzt gerade sind, gibt es auch Krieg, aber es geht jetzt auch hier um unsere. Ich meine, wenn du das Video siehst, dann bist du bewusstseinsmäßig in der Ebene, dass du Zeit hast, dich um dein Bewusstsein zu kümmern. Dann ist es an uns zu lernen, wie wir uns mit uns selbst verbinden, mit unseren Gefühlen. Und wisst ihr, früher habe ich auch immer gedacht, was ein Scheiß, warum? Ich bin doch mit meinen Gefühlen verbunden. Und wisst ihr, ich war der abgetrennteste Mensch, den es in dieser Welt überhaupt geben kann. Und das ist so krass, dass mir das nie bewusst war, dass ich davon überzeugt war, dass alles gut ist. Und die Dinge, die ich in meinem Leben erlebt habe, waren also auch viel Auseinandersetzung mit meinem Vater, viel Groll, viel Wut zwischen uns beiden, dass ich gedacht habe, das hat mich stark gemacht und dass ich daraus die Person geworden bin, die ich bin. Und ich habe so viel abgespalten, ich habe so viel in mir betäubt, ich habe so viel zurückgedrängt. Und wann habe ich es gemerkt? Erst weil sich Situationen immer wieder wiederholt haben. Schmerzhafte Situationen in meinem Leben. Die haben sich ständig wiederholt. Und es hat Jahre gebraucht, wirklich Jahre, bis ich irgendwann an den Punkt kam, zu merken, krass, es ist die gleiche Energie, die zwischen mir und Papa war. Die spüre ich die ganze Zeit in meinem Leben. Das heißt, es hat mich gar nicht stark gemacht damals. Das hat mich gar nicht stark gemacht, was ich jetzt denke. Ich bin so selbstbewusst und verdiene mein eigenes Geld und was weiß ich was. Nein, da ist so viel kaputt im Innern, so viel kaputt, was man nicht sehen kann. Deswegen, wir Menschen, wenn wir draußen uns treffen und Party machen oder einfach uns unterhalten, man sieht nicht, wie sehr ein Mensch im Inneren kaputt sein kann, weil im Außen kann man sehr gut und sehr viel polieren, manipulieren und sich einfach ganz anders zeigen.
Und was heißt ganz anders? Ich habe mich nie ganz anders gezeigt, sondern so, wie ich bin. Aber im Inneren, die Anteile, die kaputt sind, die habe ich gar nicht bemerkt, weil die so gut versteckt waren. Ich habe das so erfolgreich weggedrückt, dass ich das gar nicht, dass mir das nicht bewusst war. Und wenn du dich selber fragst, wie kann ich jetzt herausfinden, was mich kaputt macht? Ich denke, das ist nicht super, es ist nicht leicht, es immer einfach so zu finden. Das versteckt sich sehr gut in den meisten Fällen, weil nicht, weil es uns ärgern möchte, sondern die Anteile, die sich in uns verstecken, möchten uns dafür schützen, vor der Überforderung, vor dem Schmerz, den wir erlebt haben. Und bemerken können wir es oft, wenn sich, wie eben schon erwähnt, Situationen im Leben ständig wiederholen, die schmerzhaft sind. Da kann man dann mal reinschauen, was ist das für eine Energie? Kenne ich das irgendwoher? Kenne ich diesen Schmerz irgendwoher, verraten zu sein, erniedrigt zu sein, verleugnet zu werden? Kenne ich das irgendwoher? Und nicht immer kommst du direkt auf die Antwort. Lass dir Zeit. Wie gesagt, ich habe Jahre gebraucht. So krass, ich habe Jahre gebraucht, obwohl ich so viele Bücher gelesen habe, so viele Seminare besucht habe. Mir war das nicht bewusst. Mir war das subtil bewusst, ganz subtil. Aber ich bin da nicht so in die Tiefe gegangen. Ich habe das immer wieder mit einem meiner Brüder besprochen, dass ich gesagt habe, ey, da ist ein Thema, ich will da gar nicht hinschauen. Ich will da nicht hinschauen, weil es so schmerzhaft ist. Und dann kam das aber. Das heißt, lass dir Zeit. Alles will reifen. Und du musst nicht unbedingt Ayahuasca nehmen oder sonst was. Ich sage das jetzt extra, weil ich dazu Nachrichten bekommen habe. Es kann auch von alleine kommen, dass du dich mit dir selber verbindest und diese Sachen hochkommen und du dann heilen kannst. Und solange da in dir das nicht heil ist und immer noch kaputt ist und du denkst, oder die meisten von uns überzeugt sind, ich bin stark, das hat mich stark gemacht, und wir uns in Wirklichkeit betäuben und gar nicht zulassen und auch die Ohnmacht gar nicht spüren möchten und den Schmerz nicht spüren möchten, werden wir das genauso weiter an unsere Mitmenschen geben, gerade an unsere Nachkommen, gerade an unsere Kinder. Dass auch sie lernen, nicht ihren Schmerz zu spüren und wir ihren Schmerz unterdrücken, weil wir unseren unterdrücken, ohne es zu merken. Das, was ich euch sage, sind unterbewusste Mechanismen, für die wir nichts können. Das Unterbewusstsein arbeitet erfolgreich, um uns zu beschützen. Und so machen wir weiter mit unseren Kindern. Keiner da draußen, keiner, der psychisch normal ist, will sein Kind erniedrigen, psychisch fertig machen, emotional betäuben oder in irgendeiner Weise blockieren. Niemand möchte das. Das machen wir alle unbewusst. Genauso auch unsere Eltern mit uns. Am besten lässt dein Körper dir den Zugang oder dein Unterbewusstsein den Zugang zu solchen schmerzhaften Gefühlen, wenn du in Sicherheit bist. Also wenn der Körper sich in Sicherheit fühlt. Jetzt kommt es wieder und es heißt, ja, aber ich bin noch in Sicherheit, hier ist doch kein Krieg, ich fühle mich doch wohl. Viele von uns fühlen sich nicht sicher und haben den Notzustand in ihrem Nervensystem gespeichert. Das heißt, sie sind in einer Beziehung, es läuft alles, sieht alles gut aus, aber innen hast du einen Kriegszustand, weil du dich nicht sicher fühlst. Das ist auch ein Punkt, den man jetzt im Video vielleicht nicht ganz so erklären kann, aber da ist auch wieder wachsames Wahrnehmen von dir. Wie fühle ich mich jetzt gerade? Da wieder in die Verbindung gehen zu dir selber. Viele können sich nicht fühlen, Schritt für Schritt für Schritt. Immer wieder, ich habe dazu ein anderes Video, da erkläre ich es auch nochmal, wie du, wenn du nichts fühlst, trotzdem was fühlst, immer mehr in dich reinkommen. Und dann kann es sein, dass du schockiert bist, was du, in was für einem Zustand du in Wirklichkeit bist, obwohl im Außen alles gut aussieht. Und wenn du das herausgefunden hast, kannst du immer mehr dir selber Sicherheit geben, deinem Körper die Sicherheit geben, alleine nur, weil du wahrnimmst und bei dir bleibst und fühlst und Verbindung zu deinem Körper aufbaust. Und dann wird für Schritt dein Körper sich sicher fühlen und dann kann sich erst emotional etwas öffnen, damit du in die Heilung gehst. Dann können erst schmerzhafte emotionale Erfahrungen zu dir kommen, weil du jetzt bereit bist und die Kraft hast, dich damit auseinanderzusetzen. Jemand, der geheilt ist emotional, wird niemals irgendjemanden anders sagen, Probleme machen dich stark. Weil echte Stärke daher kommt, mit all den Gefühlen im Inneren verbunden zu sein. Nicht sich im Außen zu betäuben oder irgendwie einfach nur zu funktionieren, sondern mit dir verbunden zu sein. Also jemand, der wirklich heil ist, wird nicht sagen, du musst stark sein, das schaffst du schon, du musst stark sein und dann ist alles gut, sondern er würde mit dir gehen und gucken, wie fühlst du dich gerade? Was macht das mit dir? Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und bis bald.